Der nächste Redner kommt von den Freiheitlichen. Es ist Christian Hubert. Ich finde es schon lustig, wenn die Sozialdemokratie hier über Vereine spricht, über irgendwelche Spenden. Also wie sich der Verband der Wiener Arbeiterheime in Wien geriert, was da für Geschäfte gemacht werden, um am Ende des Tages in den Taschen der SPÖ Wien zu landen. Über das, glaube ich, könnte man jetzt auch stundenlang hier diskutieren. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt hier irgendwo zwei Welten. Auf der einen Seite die Welt des Peter Bilz. Wir wissen, sie ist in der Regel völlig überzogen. Karl Nehammer hat davon berichtet, 64 Anzeigen, nur bei 5 ist etwas hängen geblieben. In der Vorbereitung auf meine Rede habe ich überhaupt gesagt, so 99% seiner Ausführungen sind Hypothesen. An 1% ist etwas dran. Wir haben das auch schon in den Untersuchungsausschüssen in den letzten Jahren sehr oft mitbekommen. Ja, 1 und 1 ist 3. Viele Medien sind ihm auf dem Leim gegangen. Aber ich bin überzeugt, am 29. September sagt man diesen Methoden des Herrn Bilz, Game over, das Spiel ist zu Ende. Aber dieses 1%, liebe ÖVP, das muss man sich natürlich schon auf der Zunge zergehen lassen, und das sind Dinge, die sich in den letzten Monaten abgespielt haben, die schon auch bei euch bicken bleiben. Und da kann euch niemand aus der Verantwortung nehmen. Ist heute schon vieles gesagt worden. Die Schredder-Affäre. Also bitte, wo kommt es vor, dass man Festplatten aus dem Bundeskanzleramt, einer der engsten Mitarbeiter von Sebastian Kurz, unter Angabe falscher Personendaten mehrfach schreddern lässt? Ich muss das jetzt nochmals auf den Punkt bringen. Hat natürlich ein diffuses Bild erzeugt. Die Mail-Affäre. Bevor belastende E-Mails rausgegangen sind oder kurz danach, geht man an die Öffentlichkeit, sagt, sie sind gefälscht. Die dritte Sache, ja, die viel zitierte Hacker-Affäre, ja, wo noch kurz davor möglicherweise doppelte Buchhaltungsdaten an den Falter gegangen sind, und um Gottes Willen, wir stehen diesem Medium überhaupt nicht nahe. Und kurze Zeit später gibt es auf einmal einen Hackerangriff, der noch immer nicht nachgewiesen wurde. Da möchte ich vielleicht nur festhalten, monatelange Hackerangriffe sollten einer gut aufgestellten Informationstechnologie sehr wohl auffallen. Dann die Stückelungsaffäre, auch mit den Spenden. Ja, wir haben jetzt kürzlich mit dieser ganzen Parteispendengeschichte ein Ende gemacht. Das war auch gut so. Aber man sagt immer, es ist alles gesetzeskonform abgelaufen. Warum dann eine Dame aus Kärnten mehrfach knapp unter der Veröffentlichungsgrenze spendet, das hinterlässt einfach einen Nebel, das hinterlässt ein schiefes Licht. Und da haben nicht wir etwas zu tun, sondern das liegt ganz klar auf der Seite der ÖVP. Und es gibt ja auch zum Thema Hacker eine kurze Ausführung von, ehrlich gesagt, des Herrn Nimmerwurst aus der Kronenzeitung, dem Kurzmedium im Übrigen. Die Hacker haben das ÖVP-Programm scheinbar teilweise ganz raffiniert durch das FPÖ-Parteiprogramm ersetzt. Also wenn es zu einem entsprechenden Erfolg verhilft, wir haben oft gesagt, das Einzige, was die ehemalige Partnerpartei von uns kann, ist auf die Kopiertaste drücken und unsere Programmatiken entsprechend kopieren. Jedenfalls, ich habe das schon ausgeführt, es ist ein komisches, diffuses, eigenartiges Licht auf den ÖVP entstanden, und es liegt an Ihnen, es liegt an euch, dass es hier zu klaren Aufklärungen kommt. Ja, nicht nur mal eine Pressekonferenz abhalten, sondern Fakten auf den Tisch, und im Übrigen, das kann ja nicht so lange dauern. Ja? Ich sage ganz oft, Österreich braucht die Fortsetzung dieses erfolgreichen Weges. Auch was Herbert Kickl vorher gesagt hat. Auf der einen Seite wird hier von krimineller Energie gesprochen, wenn hier Hackerangriffe starten. Auf der anderen Seite wird wohlweislich darauf verzichtet, auch seitens der ÖVP, dass man die Vorgänge rund um das Ibiza-Video, was bitte eine kriminell implementierte Falle war, womit Substanzen gearbeitet wurde, womit gewissen Fragemethoden gearbeitet wurde, um Aussagen zu erpressen, warum man dann die Regierung gesprengt hat, das entzieht sich noch immer unserer Kenntnis. Klammer auf, Klammer zu. Aber wir wollen diesen Weg, diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. Die Freiheitliche Partei war der Reformmotor in der Regierung. Die FPÖ war auch der verlässliche Partner in der letzten Regierung, und wir haben großartige Reformen auf den Weg gebracht, und wir müssen am Ende des Tages so stark werden, dass man an der FPÖ nicht vorbeikommt. Es liege an der ÖVP, dass es hier endlich zur Aufklärung komme, sagt Christian Höbert von der FPÖ.